von einem Russell Westbrook. Sehr, sehr stark. In ganz verschiedenen Gebieten. Kann gut von draussen werfen, kann gut ziehen. Das kann übrigens auch Brani Kostic, der dann hervorragend rausgeht auf Mirkovic, der dann endlich mal den Dreier trifft, und zwar der erste. Es muss jetzt sein, es gibt kein Verschieben mehr, es gibt keine Entschuldigung mehr. Brian Collon wird weiterhin Gas geben. Bitu kann aus dem Ecke, macht aus dem Ecke den Ausgleich. Hat wollen den Ring als Protection nehmen für seinen Wurf. Zweier, eine gute Hand. Mirkovic, der geht fast in den Rebound lang. Kein zu wenig Box hat Andrei. Kostic als einziger zurück, gut zurückgekommen, allerdings zu wenig Gegenwehr. Findet noch Reihe, es geht noch 9 Sekunden. Barapilla, Bojovic, Chakoté und links. Nein, Reihe kommt durch, durch die erste Linie. Lang, Stepback, Zweier, wieder drin. Lang trifft die Würfe. Chakoté und Pitu haben ihn bisher im Griff. Kein Akzent können setzen. Dreier Kostic, aus dem Ecke für drei. Aber ganz unter den Korb, Vorsicht dort, der Kostic. Geht allein, durch alle durch, bringt den auf, allerdings nicht der beste Wurf. Mirkovic wirft unten an den Ring, Dreier. Dejan Ochen, komm schon! Ja. Wie es so schön heisst. Bis nichts mehr rauskommt, bis der Titel rauskommt. Dreier, Derrick Lang. Ducheli, wieder durchkommen, wieder auf Collin. Wieder freier Wurf für drei, Fadeaway, drin. Mirkovic für drei, gegen Lang, ins Gesicht von Lang. Drin für drei! Aber es muss heute sein, bitte. Jetzt verwachen, liebe Basketballgötter. Collin, Reihe. Außen auf Stücheli. Die sind perfekt in dem. Wieder Reihe frei. Wieder drin, Reihe. Ich weiß es nicht. Hocher, keinerlei Antriebsimpuls von ihm. Vielleicht der Dreier. Mirko, das Mikro am Thomas, dann kann er wieder kommentieren. Collin, wieder rennt Aarau um die Ohren rum. Minus 9 noch. Hocher, jetzt mal mit dem Split, raus auf Marco Lehmann für 3. Jawohl, auch noch für 3. Es hätte 3 sein, wenn man den blöden Pass nicht geht. Lehmann auf Sivanovic. Der kommt durch jetzt mal durch, gegen Lang und macht sie, jawohl. Nach 7 Sekunden. Fast der Ballverlust, Collin für 3, das wäre ein Dagger und der ist drin. Oh. Lang auf Bojovic, auf Collin. Der nimmt jeden Wurf, geht aber auch. Nachher ein Stepback, Zweier, wieder drin. Push-off natürlich. Hocher allein, gegen, das hat vorher nicht funktioniert, gegen einen Center. Findet jetzt Sivanovic, innen dran, Fadeaway, geht rein, du! Aber es ist mehr Aarau, was ich gerade gesehen werde. Das ist absolut nicht unschlagbar, aber ich frage mich, ob Aarau in dieser